Hallo, liebe Freunde des Panzersports. Willkommen bei diesem Video. Ich will euch heute mal ein Spiel auf Himmelsoft zeigen. Ich fahre einen T14, Top-Tier, das ist immer gut mit dem Heavy. Und der Gegner hat auch nur einen Heavy. Der kann sehr gefährlich sein, wird aber häufig von Spielern gespielt, die nur zum Tiger grinden wollen. Und deswegen wird er meistens nicht sehr gut gespielt, muss man einfach so sagen. Leider hat die... Also eine der besten Kanonen auf der Stufe auf jeden Fall. Außerdem war da noch ein Valiant. Auch sehr gefährlich. Ist zwar ein Medium, hat aber eine sehr gute Panzerung und eine gute Kanone. Also vor dem hatte ich da schon mehr Respekt. Weil der Valiant sieht man selten. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er von jemandem gefahren wird, der wirklich den Panzer richtig gut mag und gut kennt. Dann auch gut mit dem umgehen kann. Ja, ich fahre erstmal zur Heavy-Gasse. VK30 oder nicht. Irgendeiner muss sich ja noch kümmern. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo der Valiant die ganze Zeit im Spiel gesteckt hat. Hier war jedenfalls nicht. Hab da ein paar leichte, also ein paar TDs und ein Medium als Gegner zuerst. Das sind wieder Scout rechts. Also, ja, dass die da mal rumeiern. Also, der hat sich nicht um mich gekümmert. Also, habe ich gedacht, muss ich mich auch nicht um ihn kümmern. Stehe jetzt hier Heldon. Tausche schon ein bisschen die Schüsse aus. Aber. Da die so zögerlich sind, denke ich mal, da wird auch nicht mehr viel bei denen kommen und wenn ich da Schaden machen will, dann muss ich nach vorne. Jetzt schon mal rechts im Blick auf die Map gleich. Wenn ihr hier nach vorne wollt, an den nächsten Schutt hoffen, dann müsst ihr wissen, ob dass das rechts einigermaßen klar ist. Also diese Seite, wo ich jetzt hinziehe. Also ich kann auch auf nichts schießen, aber ist, wenn ihr da viele Ziele hättet, dann heißt das eigentlich auch, die können alle auf euch schießen, dann hättet ihr da gar nicht hinfahren müssen. So, jetzt geht es ein bisschen Schlag auf Schlag. Erstens, vor uns ein T40. Weiß man nie, was kommt, weil er ein paar verschiedene Kanonen hat, die alle brauchbar sind. In dem Fall setzt er die kleine Derpgun ein, die ist für so ein Heavy nicht natürlich gerade die falsche. Wir haben immer noch den M8, der da rumhustet und da kommt jetzt ein Flakbus. Gleichzeitig steht oben, wenn ihr auf die Minimap kommt, links von mir, steht unser Medium, der jetzt in die Straße reinfeuert. Der feuert sowohl auf die beiden TDs als auch auf den Flakbus und die Mediums, die dahinter stehen. Das habe ich im Spiel nicht gesehen. Das ist super wichtig, denn erstens müsst ihr den unterstützen, zweitens heißt das, dass ihr so ein bisschen nicht das ganze Fokusfeuer auf euch hat, sondern dass eventuell die dann noch auf den Medium achten. Ihr seht auch jetzt die Schüsse, ich habe die im Spiel, habe ich das nicht gesehen. So, Flakbus, ich hatte für den schon HE geladen. Erster Schuss gleich, trifft nicht gut, aber kettet ihn. Also insofern war es dann doch ein guter Treffer. Und der zweite Schuss, Volltreffer mit HE, reicht dann auch der Schaden, um ihn rauszunehmen, weil so gute Entscheidung auf HE zu wechseln. Flakbus, gefährlichste Kanone auf Stufe 5, möchte ich sagen mit Abstand. Aber butterweich und sehr groß und gut mit HE zu penetrieren. So, den kriege ich leider mit dem Schuss nicht raus, aber von oben der Skoda holt den raus. Der T34 stellt sich hier nicht besonders clever an, deswegen hätte ich jetzt schon sehen müssen, dass links ein TD auf mich schießt. Also ich habe es zum Glück beim Schuss wenigstens gemerkt, manche Leute merken es ja nicht mehr, wenn sie beschossen werden. Und drehe mich dann zu dem um, habe dafür auch meine Kette repariert und von vorne kommt er halt auch nicht mehr gut durch. Der hat auch eine Derpgun und irgendwie habe ich mit dem mehr Schaden gemacht, aber es kann auch wirklich an meinem Panzer liegen. Und jetzt an der Stelle hätte ich sehen müssen, dass unsere rechte Flanke, also die Bahn, komplett frei ist. Da ist zwar noch nichts zu sehen vom Gegner, aber da ist auch nichts mehr von uns zu sehen. Dass ich jetzt noch die Artig herausnehme, gut, geschenkt, aber jetzt hätte ich zumindest schon mal denken müssen, Moment, wo sind die ganzen anderen Blauen? Da sind noch die 4, 5 Blaue im Spielfeld, wo sind die alle? Jetzt wird auch unser Cap gepusht. Diesen Angriff auf die Artig hätte ich mir schenken müssen, auch wenn er quasi erfolgreich war. Ich habe zweimal den T34 hier im Rand gesteckt. Achtet auch noch drauf, Map Awareness, der fehlt mir einfach ein Schuss. Hat jetzt nicht darauf geachtet, dass hinter ihm einer steht, was jetzt passieren kann. Von links, also von meiner linken Seite gekommen und da einfach reingefahren. Aber wir beide haben halt nicht darauf geachtet, dass wir jetzt gekappt werden und in der Zeit schaffen wir es halt auch nicht zurück. Das heißt, das Spiel haben wir, ich weiß nicht, ob wir es gewonnen hätten, aber wir haben auf jeden Fall die Chance verschenkt, das Spiel noch umzureißen. Links ist der Heavy auf, da hätte ich nicht reinfahren sollen. Ich habe gedacht, das ist jetzt vielleicht der schnellste Weg, um da noch zum Cap zu kommen. Da hätte ich gerade ausfahren sollen. Einen Schuss mir fangen vom Heavy, denn diesen Schuss, den macht der Heavy immer. Also der hat, wie gesagt, eine der besten Kanonen auf der Stufe und der kommt bei mir durch. Ja, verschenktes Spiel.
Ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen da mitnehmen, von den verschiedenen Stellen, auf die man achten muss. Insbesondere natürlich, dass eine Flanke komplett wegfällt. Selbst wenn da keine Panzer zu sehen sind vom Gegner, heißt das nicht, dass die da nicht sind. Und die waren da, die waren auch vorher aufgeklärt. Da hätte ich drauf achten müssen. Hab das Spiel dadurch weggegeben. Ergebnis war klasse, also war auch ein Panzer-Ass. Aber hätte ich da besser auf die Karte geachtet, dann hätte ich das noch gewinnen können. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.